So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie man aus so einem Foto so ein Foto macht. Und wer mir auf Instagram folgt, hat sicher gesehen, dass meine Bilder immer so ein bisschen clean und weiß gehalten sind. Und ich versuche dort eben immer mein Feed relativ hell zu gestalten. Und viele haben mich gefragt, wie ich das immer hinbekomme und was ich da beachte. Denn es reicht natürlich nicht, einfach ein Foto zu machen und da die Helligkeit einfach nach oben zu ziehen. Da bekommt man wirklich nicht das dementsprechende Ergebnis hin. Aber ich möchte euch heute einfach in diesem Video eben zeigen, was ich beim Bilderbearbeiten beachte und was mir eben wichtig ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Also als erstes kommen wir mal zu dem Punkt, was ich für meine Instagram-Fotos benutze. Und eigentlich ist es nur mein Smartphone. Ich habe jetzt hier in diesem Fall das iPhone X mit der relativ guten Kamera, muss ich natürlich an dieser Stelle gestehen. Natürlich ist das iPhone X von der Kamera her mit das Beste, was man momentan auf dem Markt finden kann. Aber das geht natürlich auch mit anderen Geräten, wie zum Beispiel einem S6 oder S7. Oder auch ein älteres iPhone sollte da gar keine Probleme haben. Aber wie gesagt, benutze ich dazu eigentlich nur mein Smartphone. Und auch für die eigentliche Bildbearbeitung an sich benutze ich nur mein Smartphone, einfach weil es für mich viel entspannter ist, das Ganze am Handy zu machen, anstatt dann hier irgendwie noch am PC mit Photoshop oder sowas zu arbeiten. Deswegen mache ich eigentlich alles, was ich für Instagram mache, am Smartphone. Ab und zu gibt es natürlich auch mal Fotos, die ich mit der Sony Alpha 6300, also meiner Hauptkamera, gemacht habe. Aber meistens ist es eben viel entspannter, das einfach mit dem Handy zu machen, weil man da auch wirklich gute Ergebnisse erzielen kann. Denn es ist einfach so, dass gute Bildkomposition, gute Bearbeitung und einfach eine gute Idee für das Foto an sich viel mehr ausmacht als irgendwie eine teure Kamera. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Video an sich. Und zwar habe ich jetzt hier drei Apps rausgesucht, die ich immer zum Bildbearbeiten benutze, nämlich einmal Snapseed, dann die App Facetune, die glaube ich als einzige App ein bisschen was kostet und dann noch als drittes die App Afterlight. Das Bild, was ich jetzt benutzen möchte, habe ich hier schon in die App reingeladen und ihr seht schon, das Foto an sich ist schon relativ hell gehalten. Ich gehe jetzt da natürlich nicht in eine dunkle Höhle und versuche da so einen hellen Look hinzubekommen. Geht natürlich auch, aber ist ein bisschen umständlich und viel komplizierter, als wenn ich einfach mein Bild, was ich hell gestalten will, einfach schon im Vorhinein relativ hell aussehen lasse. Ich glaube, das sollte selbstverständlich sein. Wie dem auch sei, wir haben jetzt hier das Foto, was ich auch schon hochgeladen habe auf Instagram und wir sehen hier eben mich im Vordergrund mit meiner weißen Stone Island Jacke und im Hintergrund eben ein relativ helles Gebäude, aber mit blau wirkenden Fenstern und ein hässlicher Baum im Hintergrund und das Ganze wollen wir jetzt natürlich so ein bisschen cleaner und weißer machen, damit es einfach besser in den Feed reinpasst. Und dazu gehen wir hier unten auf Tools und wählen das Tool Selektiv aus. Dann kann man hier einfach in das Bild reinzoomen, wenn man möchte und sich einfach einen ganz bestimmten Bereich aussuchen, den man eben farblos haben will. Ich in dem Fall bin jetzt unzufrieden mit den blauen Fenstern, die gefallen mir gar nicht und deswegen zoome ich hier einfach ein bisschen genauer hin und tue einfach hier diesen Marker auf das Fenster setzen. Den kann ich im Notfall auch noch ein bisschen hin und her verschieben, falls ich im Nachhinein dann doch irgendwie eine andere Farbe oder einen ganz anderen Bereich aussuchen möchte, aber wie gesagt, geht es jetzt hier in dem Fall um die blauen Fenster. Wenn wir das Ganze so platziert haben, wie wir es möchten, dann gehen wir einfach hier auf diesen Punkt und scrollen runter zum Punkt Sättigung und ziehen das Ganze von rechts nach links einfach auf minus 100, damit man hier, wie man schon erkennen kann, diese Fenster eben grau statt blau quasi bekommt. Wenn man das gemacht hat, kann man dann auch noch den Radius auswählen, was insofern klug ist, dass wenn ich jetzt hier den Radius auf maximal stellen würde, sieht man hier schon an dieser roten Anzeige, dass dann auch hier meine Jacke und mein Kopf so ein bisschen Sättigung verlieren würde. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir den Radius nur so groß, dass wirklich nur die Fenster ausgewählt sind. Dieses Prinzip müssen wir auf jeden Bereich des Bildes anwenden, den wir eben entsättigen wollen, bis das Ganze ungefähr so aussieht. Jetzt sieht das Ganze schon zwar relativ gut aus, aber jetzt geht es weiter in der nächsten App, nämlich Facetune. Und das Ganze ist der Schritt, wo ich immer sage, der muss nicht unbedingt sein, einfach weil das Bild ja jetzt schon relativ cool aussieht. Wenn wir die gerade eben schon bearbeitete Variante vom Foto auswählen, können wir dann hier einfach auf dieses Tool klicken, was Aufhellen heißt. Das Ganze ist dann einfach wie so ein Pinsel, den man dann auch hier anwenden kann. Und dann muss man einfach über das Bild drüber streichen. Und ihr seht schon, das Ganze wird ein bisschen heller insgesamt, gerade für die Schatten im Hintergrund und auch so für einige Flächen sieht es dann schon nochmal ein bisschen besser aus. Wie gesagt, es ist kein Must-Have, aber es ist schon sehr nice, wenn man dann so ein bisschen den Hintergrund und das gesamte Bild aufhellen kann. Ich würde euch empfehlen, geht mit dem Pinsel einfach über das gesamte Bild drüber. Man sieht den Effekt nicht so stark, aber am Ende werdet ihr schon einen Unterschied zur originalen Version feststellen können. Deswegen mit diesem Aufhellen-Effekt einfach über das gesamte Bild einmal drüber wischen. Jetzt seht ihr schon, dass das gesamte Bild mehr oder weniger weiß geworden und deswegen müsst ihr einfach unten rechts auf das Tool entfernen klicken und dann zoomt ihr wieder ins Bild rein und sucht euch die Bereiche aus, die nicht weiß sein sollen. Das heißt, in meinem Fall hier zum Beispiel mein Kopf, den will ich natürlich ganz normal farbig haben oder auch hier das Logo von der Jacke. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann ist euer Bild mehr oder weniger auch schon fertig. Ich persönlich empfehle dann auch noch immer in Afterlight einfach noch ein paar schöne Verzierungen bzw. leichte Korrekturen vorzunehmen. Das Ganze ist natürlich überhaupt kein Problem. Dabei empfehle ich euch, die Highlights vom Foto ein bisschen hochzuziehen, zwar nicht so hoch,
hoch, dass das Ganze ausgebrannt ist, aber schon so auf 20 jetzt hier in meinem Fall und dann die Schatten runterzuziehen, dass das Ganze einfach ein bisschen mehr Kontrast bekommt. So viel steckt da eigentlich auch gar nicht dahinter, das ist mehr so ein bisschen Learning by Doing. Ich würde euch allen empfehlen, die Apps runterzuladen und das Ganze einfach mal auszutesten, weil man da wirklich nichts falsch machen kann und das Ganze ist relativ einfach. Ich habe mir jetzt beim Bearbeiten von dem Foto nicht allzu viel Mühe gegeben, weil es jetzt nur so ein bisschen Demo-artig war, sage ich mal, aber an sich kann man es auf jeden Fall sehr gründlich machen und dann sieht das Ganze auch wirklich top aus, könnt ihr mir vertrauen an dieser Stelle. Ansonsten war es auch schon wieder von diesem Video, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch weitere Tutorials sehen wollt, wenn ja, zu was, sei es wie ich meine Farbkorrektur in Videos mache oder wie ich meine Videos gestalte, was ich für Equipment besitze, dann mache ich dazu auf jeden Fall auch mal ein paar Videos und ansonsten war es das, bis zum nächsten Mal, ciao. We'll be right back.